Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Annika und heute geht es bei mir um Outfits für den Herbst. Wer mehr Outfit-Inspirationen braucht und immer mal wieder allgemein Inspirationen vielleicht sucht für Hacks, Tipps und Tricks und Beauty und mich und Hund und Mann, dann schaut super gerne auf Instagram vorbei. Da freue ich mich immer sehr über neue und aktive Follower. Und dann verpasst ihr da nichts, weil ich da wirklich sehr aktiv in der Story und in den Beiträgen und Reels und alles Mögliche bin. Schaut hier vorbei und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr hier jetzt weiterschauen. Ich habe 10 Outfits für euch rausgesucht, die ich ganz spannend fand für den Herbst. Und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß dabei. Ich liebe Herbst, ich liebe Winter, aber allgemein, ich trage eigentlich eher Basic. Ich habe mir die Sachen rausgesucht und ich habe ein bisschen mehr jetzt gerade vielleicht was gefunden, wenn es noch ein bisschen wärmer da draußen ist. Oder ihr zieht eine Strumpfhose drunter, also das ist sowieso, ne, bei jedem Outfit, das ist nicht 1:1 muss das so, natürlich. Sondern jeder kann da frei irgendwo noch was dazu tun oder was weglassen und so weiter und so fort. Jedenfalls habe ich jetzt eben in diesen 10 Outfits nochmal eher welche, die so Pinterest-lastig sind. Und ein paar habe ich aber auf jeden Fall, die Basic sind. Also für alle unter euch, die Basic haben wollen, da sind auch welche dabei. Wenn ihr aber sagt, Annika, ich brauche was, was ich zur Schule anziehen kann, was nicht zu viel ist, was schnell geht, was nicht zu viel zeigt oder was auch immer. Dann sagt mir sehr gerne unten in den Kommentaren Bescheid. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich nämlich, dass ich vielleicht sogar die nächsten Tage nochmal einen zweiten Teil drehe, wo es halt größtenteils einfach um Basic Outfits geht. Also deswegen let me know. Auch wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich immer sehr darüber und allgemein, wenn ihr die Glocke noch aktiviert, weil dann verpasst ihr nämlich kein Video. Und ich bin sehr gespannt, welches Outfit ihr vielleicht irgendwo nachkombiniert. Dann markiert mich unfassbar gerne auf Instagram. Dann teile ich das auch gerne in meiner Story und dann können wir das so ein bisschen gegenseitig sharen. Und wir starten jetzt einfach mal mit eher den luftigeren und Pinterest-Outfits, wie ich sie jetzt einfach mal betitel. Und ganz am Schluss kommen wir zu diesen Basic-Outfits. Das allererste Outfit, was wir hier sehen, ist kurz. Ich trage tatsächlich meinen Rock aus meiner Kollektion. Ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Kollektion. Den gab es auch noch in Schwarz. Auch hier, na, wenn ihr das Outfit eher dunkel haben möchtet, go for it. Habe dazu jetzt Steve Madden Boots kombiniert, die, finde ich, einfach das beste Gegenstück zu meinen Doc Martens sind. Ich liebe meine Doc Martens und das hier ist so die beige Variante sozusagen davon. Also die Schuhe sind wirklich tipptopp. Dazu habe ich dann kombiniert ein Wickeloberteil. Wenn ihr hier einen normalen Pullover einfach drüber schmeißt oder ein Shirt, was auch immer, dann passt das natürlich auch total gut. Auch die Farbe ist hier komplett selbst euch überlassen. Und das Coole, finde ich, jetzt an dem Outfit, weil ganz oft habe ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt im Herbst, ich habe ein schönes Outfit und die Jacke ruiniert sozusagen immer alles. Ich habe jetzt hier bei den Outfits wirklich darauf geachtet, dass die Jacke immer dazu passt und vielleicht sogar das Ding des Outfits irgendwo ist, weil wenn man jetzt draußen unterwegs ist, dann sieht man natürlich die Jacke. Und hier finde ich das Coole eben, selbst wenn ihr die Jacke zumacht, dann sieht das richtig, richtig cool aus. Also das sieht so stylisch aus, dass ich es wahrscheinlich sogar mit der Jacke und die Jacke zu noch besser finde, als jetzt das Outfit komplett ohne Jacke. Ich verlinke euch alle Teile auch unten in der Infobox. Es sind jetzt viele Teile, die schon sehr lange bei mir im Schrank hängen. Dementsprechend ist es vielleicht nicht immer 1:1 genau das, aber so ungefähr die Art und Weise. Das zweite Outfit ist jetzt vielleicht nicht für jedermann was, aber auch hier, ne, Midi-Kleider könnt ihr wahllos kombinieren, wie es euch da eben passt. Ich habe jetzt hier ein beigefarbenes, sehr enges Midi-Kleid gewählt, weil ich mir dachte, okay, wenn man jetzt vielleicht doch ein bisschen edler vielleicht in den Job laufen möchte, dann passt das vielleicht auch. Zu diesen edlen Kleids finde ich ziemlich cool, wenn man so ein bisschen so das Gegenteil kombiniert. Deswegen habe ich hier diese dicke Lederjacke gewählt. Wenn ihr jetzt aber auch so Midi-Kleider habt, werft da einen Pullover drüber und macht den vielleicht mit einem Gürtel einfach oben ein bisschen fester, dass er so ein bisschen cropped aussieht. Und das sieht auch richtig, richtig cool aus. Dazu habe ich eine Mütze kombiniert.
da natürlich ohne Mütze sieht das Outfit, finde ich, genauso cool aus. Und dazu dann Doc Martens. Das sind aber jetzt andere als meine Favorites. Die finde ich aber mindestens genauso cool. Das nächste Outfit erinnert mich so ein bisschen an mein Verlobungsshooting. Da sah ich ungefähr genauso aus, nur nicht mit Hose, sondern mit Rock. Und das fand ich so schön. Ich finde, das ist ein super schöner, edler Look. Das könnt ihr mit Boots genauso kombinieren. Wie gesagt, macht da eure Strumpfhose noch irgendwo dazu oder. So finde ich es jetzt aber wirklich sehr erwachsen, sehr reif. Das macht vielleicht auch so ein bisschen klar die Schuhe und der Hut. Also hier der Hut ist so dieses Add-on. Dazu habe ich dann einfach einen beigefarbenen Mantel kombiniert, der ist schon sehr lange bei mir tatsächlich im Schrank. Ich gucke, was ich da alternativ irgendwo finde, aber ich meine, wir sind genau in dieser Mantelzeit, da sollte sich auf jeden Fall was finden lassen. Dazu habe ich dann höhere Stiefel kombiniert. Gerade jetzt gucke ich raus und es ist halt purer Sonnenschein draußen. Da würde ich wahrscheinlich jetzt, wenn ich richtig dick eingepackt gehe, dann würde ich draußen zergehen. Und deswegen finde ich dieses Outfit wirklich perfekt dafür. Der Mantel macht das Ganze nochmal ein bisschen wärmer, auch wenn man sehr kurz irgendwo ist. Ich habe da jetzt eine Seidenhose dazu angezogen und dann eben einen Rollkragenpullover einfach drüber gehauen. Das nächste Outfit, finde ich, sehe ich gerade auf ganz Instagram irgendwo gefühlt. Vor allem mit diesen Stiefeln oder diese Art von Stiefeln. Die hier habe ich jetzt bei Naked gefunden. Ich hoffe, dass es die noch gibt, dann verlinke ich die euch natürlich unten. Ich muss mich ein bisschen an die gewöhnen, um ehrlich zu sein. Also ich finde, das sieht einfach aus wie ein riesengroßer Gummistiefel. Ich könnte auch einfach Gummistiefel wahrscheinlich dazu anziehen. Trotzdem finde ich, irgendwie haben sie was und es passt irgendwo. Wahrscheinlich, weil man sie so oft schon gesehen hat, dass es dann irgendwann gefällt. Jedenfalls habe ich dazu ein Cardigan-Kleid sozusagen angezogen, das so ein bisschen diesen Olivton auch nochmal mit aufgreift und darüber dann eine kurze Ballonjacke, sagt man das? Da auch wahlweise einfach dann mit einer Mütze noch irgendwo oben drüber. Das Outfit finde ich super bequem. Gerade wenn man halt irgendwo sagt, okay, ich esse mittags irgendwo viel oder ich muss viel sitzen, dann finde ich, sind solche Outfits einfach wirklich perfekt, weil sie nirgendwo eindrücken. Ich habe ein Video für euch gedreht, das ist noch gar nicht so lange her, und zwar 10 Teile, die ihr unbedingt in eurem Schrank haben müsst. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut da auf jeden Fall noch rein. Da seht ihr nämlich auch schon super viele Outfit-Kombinationen, die ihr alleine nur mit diesen 10 Teilen irgendwo kombinieren könnt. Die meisten sind auf jeden Fall herbsttauglich. Beim nächsten Outfit habe ich ein bisschen experimentiert, bin ich ganz ehrlich, weil ich schon immer mir gedacht habe, boah, so ein Cardigan als Kleid zu tragen, finde ich richtig cool. Dachte mir dann aber, vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch ein bisschen zu wenig oder man hat Angst, dass da vielleicht irgendwo unten drunter was rausblitzen könnte. Und deswegen habe ich ein langes Hemd-Blusenkleid, wie auch immer, dazu noch kombiniert. Ich habe einen großen Teilengürtel genommen, den ich um den Cardigan auch drum gemacht habe. Ich glaube, da denkt man vielleicht oft gar nicht so dran, aber wenn ihr das noch um den Cardigan drum macht, dann schmeichelt das halt wirklich komplett der Figur. Und dann rutscht auch nichts und dann könntet ihr sogar halt den Cardigan noch so ein bisschen weiter vorziehen. Also ihr könnt das entweder layered lassen oder eben so komplett drüber. Also ihr merkt, da könnt ihr einfach wirklich jederlei Jacke kombinieren. Ich habe dazu jetzt Overknees noch kombiniert, auch hier komplett frei, welche Schuhe für euch am ehesten irgendwo passen. Und ja, dementsprechend ist das der nächste Look. Dann kommen wir zum nächsten Outfit und das habe ich tatsächlich jetzt erstmal nur kombiniert, weil das einfach gerade so in ist und ich diesen Trend für mich als auch für euch irgendwo mal ausprobieren und mitmachen wollte. Und ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht. Und zwar geht es um Polunder. Ich habe jetzt hierzu einfach dieses lange Hemd einmal angelassen. Da unten drunter nochmal den Rock aus meiner Kollektion einfach kombiniert. Wenn ihr da eine Leggings drunter anzieht oder eine Jeans, dann sieht es genauso gut aus. Da kann man tatsächlich viel mitmachen und ich hätte es nicht gedacht. Und dann einfach den Polunder drüber. Und das sieht einfach cool aus. Ich bin selber überrascht. Ihr seht, ich finde es tatsächlich sehr schön. Dazu habe ich jetzt einfach wieder diese Gummistiefel kombiniert. Es hätten jetzt aber auch die Boots zum Beispiel richtig geil dazu gepasst. Das waren jetzt die ganzen kurzen, die ihr eben mit Strumpfhose kombiniert oder eben auch nicht. Oder, wie ich jetzt gerade eben gesagt habe, dass ihr vielleicht anstatt dem Rock einfach eine Leggings zum Beispiel drunter anzieht. Also so dieser Zwiebellook ist ja komplett in. Deswegen gehen wir jetzt aber über zu den Looks für diejenigen unter euch, die keine Röcke, keine Kleider tragen möchten. Und deswegen habe ich jetzt hier eine locker sitzende Jeans einfach mal mit meinen Boots kombiniert.
Was ich da sehr gerne mache, ist, weil ich mag das bei so lockeren Hosen, mag ich das nicht, je nachdem, wie locker sie unten ist. Das ist immer so ein kleines Ding. Aber bei der Art von Hose mag ich das nicht, wenn die jetzt komplett über den Boot drüber geht. Ich mag das aber auch nicht, wenn ich sie jetzt reinstopfe. Deswegen habe ich sie jetzt halb-halb. Also ich habe so vorne ein bisschen was von der Hose in den Schuh reingestopft. Also hinten fällt es trotzdem noch drüber. Vielleicht sieht man das. Dann habe ich einfach einen Pullover mit so einem Reißverschluss hier vorne kombiniert und dazu dann einfach diese Bomberjacke, die kurze nochmal drüber. Und es ist so simpel und es sieht so gut aus. Ich mag das so gerne. Ich habe das wirklich jetzt schon rauf und runter getragen, das Outfit. Wir nähern uns auf jeden Fall jetzt den zu 100% Annika Outfits und das ist eines davon. Und zwar eine Lederleggings. Die ist jetzt tatsächlich gefüttert. Ich gucke, ob ich eine ähnliche finde. Ansonsten doch eine Strumpfhose drunter ziehen. Mit meinen Boots kombiniert. Ich mag diese Kombination super gerne. Dann habe ich dazu einen Oversized Hoodie genommen. Also in Größe M ist das jetzt. Der ist schon wirklich uralt. Den habe ich irgendwann mal bei H&M gefunden. Den wird es so wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber ich liebe ihn über alles. Dazu habe ich dann einfach eine Weste kombiniert. Und ich liebe diesen Look. Das ist so... Okay, ich gehe mal schnell raus und draußen scheint die Sonne, so wie es eigentlich jetzt gerade den ganzen Tag irgendwo ist. Es scheint die Sonne, es ist also nicht zu kalt, aber es ist jetzt auch nicht warm genug, wenn ich nur mit dem Hoodie rausgehe. Mega, mega. Ich liebe das so sehr. Es ist auch ohne die Weste, es ist ein Look und es ist auch mega ein Look, wenn ihr die Weste zumacht. Ich feiere es einfach extrem. Die Kapuze ist jetzt vielleicht auch noch, wenn ein kurzer Niesel irgendwo draußen ist. Also ich mag das einfach echt mega gerne. Auch hier wäre aber eine andere Jacke natürlich auch noch kombinierbar gewesen. Das nächste Outfit ist jetzt nicht sehr viel anders, aber mit nur zwei anderen Teilen ist es ein komplett anderer Look. Und zwar geht es um diesen jetzt hier, eben auch wieder Lederleggings, die Boots und jetzt einfach alles komplett in schwarz, einen schwarzen Oversized Hoodie und dazu dann eine dünne Oversized Lederjacke. Und es sieht einfach gleich viel rockiger aus. Wenn es jetzt ein bisschen kälter ist, dann würde ich wahrscheinlich jetzt die dickere Lederjacke dazu kombinieren. Ihr könnt natürlich auch eine total normal geschnittene Lederjacke jetzt nehmen. Auch wenn ihr da jetzt die Weste nochmal drüber hauen würdet, wäre auch total cool. Und dann sind wir schon beim letzten Outfit angelangt. Und das mag ich auch richtig, richtig gerne, weil ich diesen Mantel so extrem feiere. Ich bin so froh, dass ich den bei Zara geschossen habe und dass ich mir nicht zu pingelig war, dieses Geld auszugeben. Also er kostet tatsächlich ein bisschen mehr, noch mehr als eigentlich irgendwo Sachen bei Zara kosten. Es hat sich für mich jetzt aber schon total gelohnt, weil ich diesen Mantel wirklich über alles liebe. Ihr fragt auf Instagram auch total oft danach. Also dementsprechend, wenn ihr noch zu Zara kommt und wenn ihr den findet, nehmt ihn einfach mit, ihr werdet es nicht bereuen. Es geht um dieses Outfit. Ich habe eine normale Jeans genommen und Boots. Das sind jetzt andere Doc Martens, aber auch hier hättet ihr es frei wählen können. Dazu habe ich einfach eben einen lockeren Pullover, diesen hier jetzt kombiniert. Der Hoodie hätte es auch gemacht, ne? Also freie Wahl. Dann habe ich den Mantel einfach drüber gehauen und einen Hut dazu noch angezogen. Ich mag Hut bei diesem Wetter einfach total gerne. Wenn das euch too much ist, dann haut den einfach weg, haut eine Mütze drauf oder eben gar nichts. Das passt auch total gut. Und der Mantel ist so einfach das, was das Outfit ausmacht. Ich finde aber eben auch ohne den Mantel ist es ein Outfit, was man im Büro, in der Schule oder sowas eigentlich ganz geil tragen kann und was auch bequem ist. So, das waren jetzt also meine 10 Outfits oder die ersten 10 Outfits. Vielleicht kommt ja ein Teil 2, also sagt da sehr gerne unten in den Kommentaren Bescheid. Und dann hoffe ich, dass ich euch alle auf Instagram sehe und euch fleißig reposten kann. Deswegen schaut da vorbei und vielleicht sehen wir uns auch beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.